Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video an diesem wundervollen Mittwoch. Wir sind, wie ihr seht, mittlerweile in einem Gemäuer drin. Wir haben hier eine Tierfutterfabrik, so nenne ich es mal. Ja, ist es gewesen, Tierfutterfabrik. Und die schauen wir uns jetzt mal an hier. Ja Leute, dieses Schild ist hier absolut Programm. Ja Leute, wir müssen hier so ein bisschen aufpassen. Wir haben da gerade das Schild hier gesehen. Und das ist absolut Programm hier, das Schild, weil auf dem Gelände draußen, auf dem Hof, da stehen überall Bauwatch-Kameras ohne Ende. Das ganze Gelände hier außenrum wird überwacht. Also müssen wir ein bisschen... Psst. Hier haben wir noch ein Wägelchen stehen. Ich vermute mal der interne Verkehr in der Bude. Und wir stromern jetzt mal hier weiter. Da ist der Kollege gerade durchgegangen, da gucken wir mal. Da hinten steht er an der Tür. Hier Leute, hier haben wir Silos. Oder irgendwelche Bottiche standen hier mal. Wo? Silos oder was ist das? Kann sein, wo? So Leute, Kollege hat gesagt, wir dürfen hier kein Licht anmachen. Ha, ich sehe schon. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon seht. Ich glaube nicht. Ich werde es euch mal zeigen, was hier so unser Problemchen ist. Da steht eine Kamera. Die ist per Bewegungsmelder gesteuert. Und da geht dann leichter Punk los, wenn die uns haben. Ja Leute, da ist er wieder, Mr. MB Design. Heute den ganzen Tag mit am Start. Und der hat gerade auch mal ein Foto gemacht von der Bauwatch. Ich sag mal, das ist schon witzig so zu sehen, dass vorne am Zaun, da habe ich geparkt, da steht mein Wägelchen, da ist halt die fette Überwachungskamera und wir drin. Tja, da haben die Jungs auch irgendwie einen Fehler gemacht, wenn sie eine Lücke gelassen haben für uns, würde ich sagen. So, wir rennen weiter durch die Bude. Außentür oder Tür? Außen. Ja, außen. Außentür ist das. Weil mich der Bereich noch interessieren würde, aber da kommen wir nicht hin. So Leute, liked den Kanal, abonniert ihn, wenn ihr es nicht tut, suche ich mir wieder einen roten Knopf und dann lösche ich diesmal das Internet. Also liked den Kanal. Ja Leute, da habt ihr gerade die Kamera gesehen. Und wir wollen jetzt hier hinten links rum, da geht es irgendwo Richtung Labor. Das ist jetzt so unser Ziel. So Leute, wir sind glaube ich im Labor, wo ein Wille, da auch ein Weg. So Leute, wir haben das Labor und da ziehen wir uns jetzt mal rein. Hier weitergehen, Leute, ist für uns leider nicht möglich, weil, ich versuche euch das mal zu zeigen, da an der Seite guckt nämlich die Cam von außen rein. Das gruselige Ding. So Leute, wir sind wieder unten angekommen, unter der Etage, wo wir reingegangen sind. Und ja, jetzt haben wir hier schon wieder irgendwelche Maschinchen. Da gehen die ganzen Trichter runter von den ganzen Silos. Ob hier irgendwie gemischt wurde oder irgendwas, keine Ahnung. Ich zeige euch das Ding mal. Und da hinten im Hintergrund, da sieht man das, da sind die ganzen Trichter runtergekommen. Die ganzen Schnecken, die gehen alle in ein so ein Band rein. Ja Leute, an dieser Stelle betreten wir jetzt einen Bereich, da würde ich mal sagen, der ist mega alt. Hier gibt es auch schon wieder ein paar richtig geile Graffitis, aber die könnt ihr euch, wenn es rauskommt, bei MB Design angucken auf der Seite. Den Link werdet ihr unten drin finden. Ja Leute, hier da sieht man die Entsorgungsrichtlinien. Da würde ich mal sagen, sind wir hier in dem Bereich, wo Müll gesammelt wurde.
Ich vermute mal ganz stark, dass sie hier in diesen Nischen den Müll getrennt haben. Deutlich vorsichtig, hier ist ein Monster. Ein Monster? Ah, Leute, sehr originell. So was habe ich auch noch nicht gesehen. Ist hier irgendwas? Nö. Alles leer? Alles leer. Alter, was ist das denn hier? Ist ihm irgendwie schlecht geworden, oder? Glaube ich, ja. Ja, das kommt sogar hin, ja. Der hat gekotzt. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir mit dem Arsch darüber kommen. Genau, da in der Ecke die Tür, die war zugebraten. Jetzt habe ich da auch nichts gesehen. Alter, kann doch nicht sein. Jetzt rennen wir hier schon so ein bisschen im Kreis und kommen hier einfach nicht weiter in die nächsten Gebäude. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Die Schweiz kommt dann erstmal von weitem aus wie zu. Ja, Leute, wir haben hier gerade ein Türchen gefunden. Das ist offen in dem Bereich, wo wir noch nicht gewesen sind. Da ist ein B-Design, der hat schon wieder Fotos geballert. Und ich denke mal, weiß ich nicht, hier konnte man irgendwas entnehmen. Das sind so Schotten, die konnte man aufmachen. Hier haben wir Elektrik und das hier wird die Steuereinheit sein. Ich würde mal sagen, dass hier der verantwortliche Schichtleiter mal saß. Ja, und die Anlage hier überwacht hat. Da ist natürlich schon alles gerupft, da ist kaum noch was drin. Ja, hier haben wir eine Tafel, da wurde irgendwas gekennzeichnet. Mehl, was weiß ich. Ich denke mal, die Nummer, das werden Silos sein. Man sieht es überall da unten. Korn. Korn, 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 Mehl. Ja, das wird da draußen mit den ganz mit der Verrohung zu tun haben. Und Leute, hier drin, da ist eine mega geile Lichtstimmung. Ich hoffe, dass das auf dem Video irgendwie rüberkommt. Ansonsten bei MB Design gucken. Ja, Leute, hier haben wir jetzt verschiedene Lagerabteile. Bunker, Zusatzstoffe wurden hier gelagert. Lysin, keine Ahnung, was das sein soll. Alles irgendwelche Depots hier von irgendwelchen Zusatzstoffen für die Produktion. Ja, Leute, zwei Ameisen haben wir noch am Start. Und ich würde mal sagen, eine Reinigungsmaschine oder so. So, Leute, an dieser Stelle befindet sich das Sperrlager. Und da stehen sogar noch, ja, gesperrte Chargen. Wir haben schon wieder das nächste Treppenhaus. Und hier haben wir schon wieder ein Maschinchen. Und das könnt ihr euch mal ansehen, wie das Foto jetzt aussieht, was er da schießt. Da werde ich nur zu verdonnern, das da reinzustellen. Ja, hier sieht man wieder, was sie hier gemacht haben. Ja, das war hier die Verpackung, Leute. Pferdefutter, alles irgendwas Futter, Schweinefutter, Hühner, Geflügel, allen möglichen Krempel. Ja, das wird alles hier Verpackung sein. Ja, Leute, wir sind jetzt hier ein paar Stockwerke hochgegangen. Ist da irgendwas? Ja, hier geht's weiter hoch. Dann gehen wir noch weiter hoch. Ja, mit der Treppenmaus. Ein bisschen haben wir noch. Ja, Leute, das ist die nächste Etage. Alles immer sehr ähnlich. Auf einer Etage hat man sowieso Mühlen und Rüttler. Andere Etage hat man wieder hier so Zuführung. So, Leute, nächste Etage. Da unten haben wir an dieser Stelle das Ende vom Silo gesehen. Das ist ein Schmuckstückchen. Das ist nicht versifft, nicht besprüht. Und hier ist übrigens Baujahr, hat gerade schon ein Kollege vorgelesen. 1958 Baujahr. Sehr, sehr geil. So, wir huschen weiter die letzten Meter die Treppe hoch. Ja, ich würde sagen, da war einer mit dem Motor zur Reparatur, wa? Dafür seid ihr auch zum Hause. Bestimmt Lehrling gewesen, hat er einfach stehen lassen.
Alter Bock. Leute, was ist das an Wirrwarr an Rohren hier oben? Alter, das ist ja der Oberhammer. Also das ist krass hier. Leute, das ist alles Taubenscheiße. Taubenscheiße, wohin das Auge reicht. Woran erinnert dich das? An eine Kirche in? Belgien. Dein Lieblings-LP. Alter Bock, da lag auch Meter hoch, die Scheiße. Boah, Leute, wir haben es geschafft. Boah, Alter, das sind mal fette Gebläse, wa? Leute, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da hinten, da stehen jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5 Streifenwagen. Ja, Leute, da habe ich es euch gerade gezeigt. Da stehen schon 5 Streifenwagen. Ich bin mal gespannt, ob die für uns da sind. Das Firmengelände habt ihr auch gesehen. Das ist echt gigantisch. Also es ist echt mal wieder ein richtig, richtig geiles Lost Place hier. Sehr groß. Wir haben jetzt den höchsten Punkt erreicht in dem Turm. Wir machen uns langsam wieder auf den Weg nach unten. So Leute, wie ihr seht, wir sind wieder da angekommen, wo wir gestartet haben. Ich sitze gerade auf dem Wägelchen, das haben wir ganz am Anfang vom Video gesehen. Wir sind jetzt so ziemlich durch mit der Bude. Wir finden keine weitere Tür, wo wir in die Gebäude reinkommen, ja, wo wir jetzt nicht waren. Das Gelände ist natürlich riesig, aber vielleicht kann man hier nochmal vorbeischauen. Das ist ja quasi bei uns um die Ecke. Das ist ja Homezone, so sagen wir dazu. Leute, ich wünsche euch noch einen angenehmen Mittwoch. Schaltet Samstag auf jeden Fall die Kiste ein. Samstag gibt es wieder was richtig Geiles. Und ja, Leute, angenehme restliche Woche noch. Ciao, macht's gut.